Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So ein Elektroauto hier ist ja in der Anschaffung doch erstmal deutlich teurer als ein Verbrenner. Und ja, die Frage, die man sich da stellt, kann ich das Geld irgendwie über die Betriebsdauer langsam wieder reinholen? Also wie sind die Betriebskosten über die Jahre? Diese Frage wollte ich für mich selber eigentlich mal beantworten. Und ja, das fiel mir eigentlich auch gar nicht so schwer, denn ich habe ja bis vor einem Jahr noch zwei Verbrenner gehabt. Wir sind ja mit unserer Familie mit jeweils einer Mercedes B-Klasse, das war ein B180 Benziner und zwar dieser hier gefahren. Das war unser Reiseauto für die Langstrecke, für den Urlaub mit der Dachbox obendrauf, mit dem Hund im Kofferraum und Kind auf dem Rücksitz. Damit haben wir alle Langstrecken gemacht. Und ich hatte für mich selber sozusagen als ja, Spaßauto, will ich es mal nennen, ein Mercedes E-Cabrio. Und zwar dieses hier. Das war AMG Styling, Baujahr 2016, ein Traumauto. Also ich hatte während der ganzen Zeit, wo ich das gefahren habe, ich glaube, das waren 1,5 Jahre, keinerlei Probleme mit dem Wagen. Und diese beiden Autos haben wir ja verkauft. Vor ziemlich genau einem Jahr war dann alles, was Verbrenner hieß, bei uns nicht mehr da und wir haben auf Elektromobilität umgestellt. Wir haben ja die Zoe für meine Frau dann gekauft und für mich dann das Tesla Model S, was ihr aus meinen Videos kennt. Und da habe ich jetzt also mal die Betriebskosten für ein Jahr. Bei den Verbrennern war es genau von August 2017 bis August 2018 und für die Elektroautos von August 2018 bis August 2019 die Kosten gesammelt, aufgeschrieben und hier kommt der Vergleich. Ja, die Betriebskosten. Zwei Elektroautos, nämlich Renault Zoe und Tesla Model S gegenüber Mercedes B-Klasse 180 und Mercedes E-Cabrio E200, beides Benziner, über ein Jahr gesehen. Betriebskosten von den Verbrennern habe ich berechnet von unserem letzten Jahr, wo wir sie gehabt haben. Das war von August 2017 bis August 2018 und die beiden Elektroautos von August 2018 bis jetzt August 2019. Hier kommt also die Berechnung. Fangen wir mal mit der B-Klasse an. B180 war das, Baujahr 2015. Mit dem Auto sind wir so, ja, bis zu 20.000 Kilometer im Jahr gefahren. Wie gesagt, unser Reiseauto. Hatte eine Vollkaskoversicherung, die kostete im Jahr 679 Euro. Fürs Tanken ging natürlich einiges an Geld drauf bei der Laufleistung. Das waren insgesamt im letzten Jahr, wo wir die hatten, 1.440 Euro. Dann war die einmal zuletzt im Jahr, wo wir sie hatten, zur Inspektion. Die kostete 614 Euro bei Mercedes. Und wir hatten eine Reparatur, und zwar war das der Beifahrer-Airbag. Da blinkte die Warnleuchte immer und haben wir dann zur Reparatur gebracht. Es musste irgendein Teil gewechselt werden. Reparaturkosten 238 Euro. Wir haben Winterreifen für den Wagen gehabt und Sommerreifen. Die Winterreifen haben wir natürlich dann entsprechend eingelagert. Das haben wir bei Mercedes gemacht, weil es so schön praktisch war. Kostenpunkt im Jahr 99 Euro. Einmal im Monat zum Autowaschen. Kostenpunkt 102 Euro für das ganze Jahr. Dann haben wir den Wagen, bevor wir ihn verkauft haben, noch durch den TÜV geschickt. TÜV-Gebühr 80 Euro. Sonstige Kosten sind jetzt nicht angefallen. Das Cabrio E200 Benziner, Baujahr 2016. Mit dem sind wir nicht so viel gefahren, also das bin hauptsächlich ich gefahren. Waren vielleicht so 12.000, 15.000 maximal Kilometer im Jahr. Hat auch eine Vollkaskoversicherung gehabt, war ein bisschen teurer als die B-Klasse, 685 Euro. Ich bin auf 35%, also von daher bin ich da sehr weit unten, was den Tarif angeht. Tanken war eigentlich weniger Benzin, weil ich ja nicht so viel gefahren bin, aber der Wagen hat natürlich mehr verbraucht. Tankkosten über das Jahr gesehen waren 1.180 Euro. Also die Kosten habe ich jetzt immer so ein bisschen auf volle Zehner oder Fünfer auf- und abgerundet, je nachdem. Dann im letzten Jahr, bevor ich den Wagen verkauft hatte, musste das Cabrio zur Inspektion. Und das war dann die große Inspektion. Da wurde halt ja, Öl gewechselt, Bremsflüssigkeit gewechselt, Filter gewechselt. Die ganze Wechselorgie bei Mercedes. Und das hat richtig reingehauen. Das waren 960 Euro Kosten. Also damals habe ich auch echt geschluckt.
Reparaturen sind keine angefallen in diesem letzten Jahr und Reifeneinlagerungen waren genau wie bei der B-Klasse auch die 99 Euro im Jahr. Gewaschen habe ich den Wagen auch einmal im Monat, waren auch 102 Euro und bevor ich ihn verkauft habe, war ich auch beim TÜV, auch die 80 Euro Gebühr und sonst ist nichts angefallen. Dann kommen wir jetzt mal zum Renault Zoe, dem ersten Elektroauto. Das ist auch Baujahr 2015, genau wie die B-Klasse. Und mit dem oder mit der Zoe fahren wir eigentlich nur Stadtverkehr, weil sie nur den kleinen Akku hat. Da kommt man ungefähr 150 Kilometer mit. Und für Stadtverkehr, alle möglichen Arbeiten, Einkaufen zur Arbeit, dafür reicht das Auto super. Und deswegen fahren wir auch nicht so viel Kilometer, ungefähr 7.000, 8.000 Kilometer im Jahr, würde ich mal sagen. Versichert haben wir den Wagen nur Teilkasko und deswegen ist die Versicherungsgebühr für das Jahr nicht so teuer, 345 Euro. Laden tun wir eigentlich mit der Zoe fast nur über die SWB-Säulen, ab und zu mal zu Hause, ganz selten, also nie da, wo es irgendwie zusätzlich Geld kostet auf Kilowattstundenbasis. Von daher sind die Ladekosten für ein Jahr bei der Zoe relativ gering, das sind nur 125 Euro. Dann habt ihr vielleicht das Video gesehen. Ich war bei der Inspektion vor kurzem mit der Zoe und die reinen Inspektionskosten waren 500 Euro. Dann hatten wir ein paar Reparaturen, unter anderem eben auch der Querlenker, aber auch eine Koppelstange war kaputt vor ein paar Monaten und ein Rücklicht, glaube ich, da musste eine Lampe ausgetauscht werden. Das waren auch insgesamt 500 Euro Kosten. Reifeneinlagerung entfällt hier, weil wir bei der Zoe Ganzjahresreifen fahren, da bleibt das Rad also das ganze Jahr über drauf, wird nichts eingelagert. Wäsche, ja, die Zoe, die wird nicht so oft gewaschen, ungefähr alle 6 Wochen, von daher ist die Wäsche etwas günstiger, nicht jeden Monat, im Jahr 85 Euro. Dann war sie ja beim TÜV, habt ihr das Video ja gesehen vielleicht, auch 80 Euro Gebühr. Und jetzt kommt ein großer Brocken, nämlich unter sonstiger Kosten haben wir die Batteriemiete. Das ist für die Zoe 708 Euro im Jahr und zwar ist das der kleinste Tarif. Also wir haben tatsächlich nur die 59 Euro im Monat gewählt. Das heißt, wir können damit 750 Kilometer im Monat fahren. Das haben wir einfach so entschieden, weil wir den Wagen auch nicht für mehr Kilometer brauchen. Alles andere wäre ja einfach unnötig mehr Kosten. Damit kommen wir also eigentlich super hin. Das reicht für die Fahrten, die wir in der Stadt mit dem Auto machen. So, jetzt wird's interessant. Jetzt kommt, last but not least, das Tesla Model S 75. Das ist auch Baujahr 2016, genau wie das Cabrio. Kleine Anmerkung, sowohl die Zoe als auch den Tesla habe ich gebraucht gekauft. Ich kaufe meine Autos fast immer gebraucht. Meistens sind es dann Jahreswagen, deswegen sind die auch in der Anschaffung für mich dann nicht ganz so teuer wie Neuwagen. Okay, Versicherung, Tesla. Tesla zu versichern ist nicht ganz billig, deswegen ist der Preis hier auch deutlich höher als bei Mercedes, nämlich fast doppelt so teuer, also fast auf den Euro genau doppelt so teuer, nämlich 1365 Euro. Und das, wo ich bei 35% bin, ich habe da eine Versicherung gefunden, das ist die Gotha. Die hat mir diesen Preis geboten und ihr werdet lachen, es gibt ganz viele Versicherungen, also fast alle, die sind noch viel teurer, so dass ich da eigentlich doch recht zufrieden bin, dass ich da diesen Tarif bei der Gotha bekomme. Also ist überhaupt kein Problem mehr dafür zu bezahlen für so einen Tesla bei irgendwelchen anderen Versicherungsgesellschaften. Gut, laden. Ja, also ich lade mit dem Tesla natürlich auch primär an SWB-Stromtanksäulen. Aber auch öfter mal zu Hause, vor allem dann, wenn wir auf eine Langstrecke gehen, dann lade ich den über Nacht halt voll. Und die Stromkosten belaufen sich für das erste Jahr mit Stromtankkarte und zu Hause laden und 3-4 Mal extern laden mit ein paar Euro 50 Gebühr auf 210 Euro. Wartungskosten hatte ich für den Tesla noch keine. Reparaturkosten geringfügig, nämlich beim letzten Service wurden mir 80 Euro in Rechnung gestellt für diverse Checks, die sie da gemacht haben, also HEPA-Filter kontrollieren, Klimaanlage kontrollieren, irgendwas haben sie noch kontrolliert, da musste ich dann 80 Euro für bezahlen. Und ja, die Reifeneinlagerung, ich habe auch 2 Sätze Sommer- und Winterreifen jeweils, die kostet beim Tesla auch Geld, allerdings lasse ich das nicht bei Mercedes machen, auch nicht bei Tesla, sondern bei einem anderen Händler sozusagen und der stellt mir 59 Euro im Jahr in Rechnung, ist also deutlich günstiger als bei Mercedes. Dann Wäsche, ja, der Wagen ist schwarz und auf schwarzen Lack sieht man leider jeden Dreck und deswegen wasche ich den Tesla einfach öfter. Das sind 128 Euro im Jahr
Und ja, beim TÜV war ich tatsächlich jetzt. Das Video kommt später, das werdet ihr dann auch sehen. Das hat mich auch wieder 80 Euro TÜV-Gebühr gekostet. Und last but not least, sonstige Kosten hatte ich beim Tesla auch, nämlich 500 Euro. Das waren die Kosten für die Umrüstung auf den CCS-Adapter. Das waren sozusagen Kosten, die ich einfach selber tragen wollte, weil ich diese Umrüstung haben wollte. Wäre jetzt nicht nötig gewesen, aber sie laufen natürlich dann auch unter Betriebskosten. Dann schauen wir uns doch mal das Ergebnis an. Die Mercedes B-Klasse hat mich im Jahr, also im letzten Jahr, wo wir sie gefahren haben, von 2017 bis 2018, 3.252 Euro Betriebskosten gekostet. Größter Faktor war natürlich der Sprit. Das Cabrio, das kostete mich 3.106 Euro. Auch hier natürlich der größte Anteil der Sprit, aber eben auch diese wahnsinnig teure Inspektion einmal. Renault Zoe, da liegen die Gesamtkosten für das eine Jahr bei 2.343 Euro. Das sind also über 900 Euro weniger als die B-Klasse. Allerdings hauen hier natürlich diese Batteriemiete. Die Batteriemiete haut hier richtig rein bei der Zoe. Wenn die nicht wäre, wäre die Zoe noch um Längen günstiger im Unterhalt. Tesla hat mich für das Jahr 2.422 Euro gekostet an Betriebskosten. Das sind auch immerhin noch fast 690 Euro billiger als das Cabrio, sodass ich mit den beiden Elektroautos, wenn ich das mal zusammenzähle, bei ungefähr 1.600 Euro Betriebskostenersparnis liege im Jahr im Vergleich zu meinen beiden Mercedesen, die ich vorher gefahren habe. Wenn das so bleibt für die nächsten Jahre, bin ich natürlich sehr zufrieden damit und man kann dadurch natürlich ein bisschen was von den teureren Anschaffungskosten reinholen, auch wenn es sich natürlich so gut wie nie amortisieren kann. Wenn ich bedenke, so ein Tesla kostet irgendwie 30.000 Euro mehr als so ein Cabrio, was ich hatte, und da müsste ich dann im Prinzip ja 20 Jahre den Wagen fahren, bevor sich das amortisiert hat durch die günstigeren Betriebskosten. Das ist wahrscheinlich nicht möglich, vorher wird der Wagen kaputt gehen. Ich werde den Wagen hier natürlich so lange fahren, wie es geht, und mal sehen, wenn ich den Wagen dann verkaufe, nach wie vielen Jahren das auch immer sein wird, wie dann die Rechnung unterm Strich aussieht. Ja, das waren also die Betriebskosten Verbrenner versus Elektroautos. Ich hoffe, die Rechnung von mir hat euch ein bisschen interessante Einblicke gegeben. Das ist natürlich nur meine persönliche Rechnung, die sieht für jeden anders aus. Jeder fährt anders, jeder hat andere Kostenstrukturen. Und ich für mich kann sagen, dass ich von Betriebskosten her die beiden Elektroautos rechnen. Und das ist natürlich bei jedem anders, aber das müsst ihr einfach für euch dann selber ausrechnen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert auch gerne meinen Kanal und wenn ihr möchtet, benutzt meinen Referral-Code, wenn ihr euch einen neuen Tesla kauft. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao!